Und unbedingt Roleplay-Vorschläge. Ihr könnt das Roleplay mitbestimmen. Ich werde das dann versuchen umzusetzen, aber ihr könnt es mitbestimmen. Und wenn ihr Bock habt, macht das einfach. Würde mich mega freuen. Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Leben. Ja, wie ihr sehen könnt, hat sich sehr, 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 sehr viel verändert und ja, ich möchte euch das Ganze jetzt mal so ein bisschen zeigen. Dazu nehme ich einfach mal meine kleine Fackel in die Hand, denn es ist leider so, dass bei diesem Shader hier alles ziemlich, ziemlich dunkel ist und ich euch somit nicht sonderlich viel zeigen kann, ohne Shader quasi, mit Shader. Deswegen nehme ich da einfach die Fackel in die Hand, ne, damit das so ein bisschen vielleicht besser ausgeleuchtet ist. Aber ich finde, das macht dann irgendwie auch so diese coole, diese coole Atmosphäre hier. Also, wie ihr wisst, ist das hier ja mein kleines schickes Häusle. Da hat sich jetzt eigentlich noch nicht viel verändert. Außer, dass wir jetzt mittlerweile ein Dach haben. Ja, wir haben jetzt mittlerweile ein Dach. In der letzten Folge haben wir den Boden gelegt. Jetzt haben wir aber mittlerweile ein Dach. Und jetzt habe ich hier einfach mal noch so zwei Zäune hingepackt, damit das so ein bisschen schöner aussieht, der Abstieg hier. Wir haben ein Dach, damit es nicht mehr die ganze Zeit reinschneit. Und wir haben hier so einen kleinen abgetrennten Raum und das wird dann unser Schlafzimmer werden. Und jetzt hoffe ich mal, dass wenigstens, ja, hier nice so ein bisschen Kohle fertig ist, damit wir hier schön durchstarten können. Damit das Ganze natürlich auch nicht zu doof für euch wird. Ich möchte ja natürlich, dass ihr auch noch genug sehen könnt. So, platzieren wir hier mal eine Fackel und hier und was weiß ich. So. Ja, also das hier ist so quasi unser Innenleben. Fenster möchte ich auch auf jeden Fall noch machen. Ich würde sagen, da können wir damit heute gleich mal beginnen, ja. Wir wollen ja Hallöchen sagen zu den lieben Creepern da draußen. Und hier könnten wir auch noch so ein kleines Fenster reinmachen. Viele von euch werden sich jetzt bestimmt fragen, hä, wieso gibt es denn jetzt noch keine Roleplay-Folgen oder sonst was? Roleplay-Folgen kommen. Ich habe mir da auch schon so ein kleines Konzept ausgedacht. Aber da müsst ihr noch so ein bisschen Geduld haben. Denn ich weiß zwar schon ungefähr, was ich machen möchte, aber noch zu 100% nicht genau. Und wenn, dann möchte ich das dann auch irgendwie schön, naja, wie soll ich sagen, schön, oh mein Gott. Wir werden hier gleich angegriffen von, Alter, hat der einen Bogen-Aim, Alter, was ist mit dem los? Alter, wir sind gleich tot. Der hat aber einen schönen Helm für uns gedroppt, den nehmen wir uns natürlich mit. Und dann schnell wieder in unser Haus. Ich wollte hier eigentlich nur einen ganz kleinen Schneemann machen und jetzt passiert einfach das hier. Ja, also wie gesagt, kommen Roleplay-Folgen und was genau. Ich denke, wenn Roleplay-Folgen kommen, dass ich sie diesmal wirklich sehr, sehr stark bearbeiten werde. Also, dass ich mir richtig krass Mühe gebe, weil mir das auch einfach wichtig ist, dass ich nicht irgendwie so eine, keine Ahnung, 0815 Roleplay-Folge habe, sondern vielleicht schon eine richtig coole kleine Roleplay-Folge, die euch dann auch natürlich Spaß macht zum Angucken. Sonst hat das Ganze ja keinen Sinn, weil ich mache das ja für euch. So, jetzt muss ich aber mal nachschauen, ob hier eventuell irgendwo Sand ist. Ich denke, das ist Sand. Ich setze es jetzt mal. Moment, Leute, ich setze jetzt einfach mal einen Block hin, ne? Das ist so richtig bad. Und dann gehen wir da mal runter. Ui, ui, ui. Ist das hier Sand? Ne, das hier ist kein Sand. Das ist Sand. Okay, nice, Leute. So, wir haben genügend Erde, damit wir uns hier eigentlich nach vorne bewegen können. Das wird so. Bitteschön. Bitteschön. Dankeschön. So, es wäre sehr schön, wenn hier kein Wasser mehr reinfließen würde. So, danke, danke. So. Gut, dann graben wir uns jetzt mal nach vorne und holen uns hier ein bisschen Sand, um natürlich hier schön. Ja, das Ganze hat sich jetzt eigentlich gar nichts gebracht. Denn im Endeffekt sind wir nicht viel weiter gekommen. Und das Wasser steht uns immer noch bis zum Hals. Aber gut, so, ihr seht jetzt wahrscheinlich gar nichts mehr, weil es ist jetzt einfach hier auch für mich selber stockdunkel. Oh, 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 oh. Ui, 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 ui. Luft schnappen. Alter Schwede, ist das in Minecraft immer
eine Prozedur hier unter Wasser was abzubauen. So, was schmeiße ich denn weg? Das hier schmeiße ich weg, das brauche ich nicht mehr. Ein Zahnstück können wir uns noch mitnehmen und dann jetzt schnell, schnell. Oh, das war nochmal knapp hier. So, pfeifen wir uns mal ganz schnell eine Ofenkartoffel rein und gehen ganz, ganz, ganz fix nach Hause, weil damit uns nichts mehr passiert. Und was ist das hier? Ach, das ist das Erde? Ja, ach so, das ist die Erde, die ich vorhin weggeschmissen habe hier. So, gehen wir mal hier rein. Und jetzt sind wir in unserer warmen Stube. So, was nehmen wir denn da? Ein bisschen Sand. Und da machen wir uns hier so ein kleines schickes Fenster. Dann ist es vielleicht auch ein bisschen heller. Ich habe irgendwie das Talent dazu, immer aufzunehmen, wenn es gerade Nacht ist. Ich weiß nicht, wieso das so ist oder bla bla bla. Aber ich habe irgendwie so ein Talent dafür. Und naja, was ich aber auch unbedingt in dieser Folge noch machen möchte, ist einen Tannenbaum aufzustellen. Ihr wisst, Weihnachten naht und ich möchte irgendwie einen Tannenbaum aufstellen. Das könnten wir eigentlich jetzt gleich schon machen. Ich bin nur am Überlegen, weil ich habe hier schon ein paar Fichten, Dingsbums. Ich bin nur am Überlegen, wie genau der aussehen soll. So, warte mal, wo ist denn überhaupt ein guter Platz für einen Weihnachtsbaum? So mitten im Raum nicht vielleicht, aber hier vielleicht so. Hier. So. Und dann könnte man so eventuell so ein bisschen was draus machen. Tada! Das ist unser Weihnachtsbaum, Leute. Das ist unser Weihnachtsbaum. Oh mein Gott. Ja, okay, er sieht jetzt vielleicht nicht so schön aus, Leute, aber ich denke, er ist ganz in Ordnung, oder? Für einen Weihnachtsbaum. Ich meine, in Minecraft sind Weihnachtsbäume sowieso so ein bisschen schwer zu bauen. Vor allem, wenn es in der Wohnung sein sollte. Ich könnte natürlich hier den biggest Weihnachtsbaum ever bauen, aber das ist natürlich jetzt nicht unser Ziel. Und ja, wir werden dann hier oben noch ein schöneres Dach bauen. Also nicht nur so ein flaches Dach, sondern da kommt noch was Schöneres hin. Und ich meine, da oben steht eine Tür, what the fuck. Und auf jeden Fall kommt dann da oben noch ein schöner Dachboden hin. Ein Kamin würde ich nämlich auch sehr, sehr gerne haben. So, Tür zu. Ich würde irgendwie hier so eine kleine Chiller-Ecke machen. Keine Ahnung, ich würde da mega gerne hier vielleicht einen Kamin oder sowas machen. Aber es ist halt echt ein bisschen schwer, weil ich Angst habe, dass es irgendwie abfackelt und dann mein ganzes Gebäude, da es aus Holz ist, weg ist. Und das wäre wirklich sehr, sehr traurig. So. Dann machen wir hier mal so eine Fensterfront. Moment mal. Wie machen wir das jetzt am besten? Hallo. So, mal gucken hier. Das hier könnte ich natürlich wegmachen. Und dann könnte ich natürlich... Oh, das ist ein bisschen blöd von mir gewesen vielleicht. Aber dann hätte ich hier wenigstens so eine größere Front. Dann baue ich das hier außen so zu. Leute, dann baue ich das außen zu. Ich denke, das ist auch ganz in Ordnung hier. Kleine Stufen haben wir ja zum Glück. So, zack. Und dann bauen wir das hier noch zu. Ja, gut. Dann haben wir halt hier jetzt so ein kleines großes Fenster. Und ja. Sieht ja auch nicht schlecht aus. So. Dann können wir hier auch noch zwei Fenster reinmachen. So, zack. Ach, kacke. Hier haben wir genau dasselbe Problem, Leute. Und hier ist noch ein Kack-Skelett gerade. Warte mal. Och, geh doch weg hier. Hau ab. Oh mein Gott. Die machen nämlich ziemlich krass Schaden in Minecraft-Leben. So, Moment mal. Ich gehe da jetzt hier von außen, weil dann muss ich es mir nicht irgendwie unnötig schwer machen. Ich finde, das sieht auch echt gut aus. Leute, also so um die Ecken finde ich es echt nicht schlecht. Also ich finde, das sieht echt nicht schlecht aus. Und ja, keine Ahnung. Also ich muss mich sowieso auch ein bisschen inspirieren lassen von anderen Häusern, weil ich selber bin nicht so der Pro im Bauen und sowas. Ich hole mir da gerne Inspiration, egal ob es jetzt von einem anderen Minecraft-Gebilde ist oder von einem Gebilde, das ich jetzt auf irgendeinem Bild sehe. Und ich möchte auf jeden Fall, dass ihr mir noch in die Kommentare schreibt, was ihr gerne sehen möchtet, was ich baue. Also, wenn ihr mir da Vorschläge reinschreibt, dann würde ich mich natürlich ultramäßig freuen und würde die dann auch in der Folge einblenden, wenn es ein guter Vorschlag war.
den ich auch so verfolge. Und ja, so, wir haben eine Eisenspitzhacke, die ist fast kaputt. Das heißt, dass wir machen uns jetzt gleich mal eine neue. Ich habe jetzt noch nicht so viel off-screen gespielt. Und ja, deswegen bin ich jetzt auch noch nicht so krass weit. Ich werde versuchen, mal so ein paar mehr Farm-Dinger offscreen zu machen, weil es echt nicht so geil ist, wenn irgendwie hier quasi nichts zustande kommt. So, die Fäden können wir auch reinpacken. Und wird es dann langsam mal wieder Tag? Es ist Wahnsinn, Leute. Es ist Wahnsinn. So, in die Höhle möchte ich jetzt in dieser Folge nicht gehen. Wir haben uns ja jetzt hier schön einen Weihnachtsbaum gemacht. Ich würde eigentlich super gerne. Super, super gerne irgendwie noch einen Kamin bauen. Aber das wird sich in dieser Folge leider nicht mehr ausgehen. Aber wir könnten vielleicht noch ein paar Monster schnetzeln und mal ganz kurz in Stadt Innere gucken. Damit ihr mal so seht, was da so los ist. Oh mein Gott, und eine Hexe auch noch. Was ist da los, Leute? Was ist da los? Wenn du mich bewirfst, dann kracht's. Oh. Oh mein Gott, Leute, das ist gefährlich. Das ist. Oh mein Gott. Alter Schwede, Leute. Hier kann man nicht mehr in Ruhe rumgehen, ohne dass man Angst haben muss, dass die hier gleich 30.000 Leute attackieren. Und. Leute, hier sind Schafe. Und wir haben eine Schere dabei. Ich glaube, das hat was zu bedeuten. Und ich glaube, das hat zu bedeuten, dass wir uns hier ein bisschen was holen, oder Leute? Ich denke, das ist ganz in Ordnung. Ich glaube, das Haus hier gehört Wolkenspieler. Und wir sind ja gute alte Kollegen. Und ich habe ihm ja auch damals schon geholfen bei seinem Minecraft-Leben-Ritual, das er in unserer schönen alten Stadt gemacht hatte. Und so, dann gehen wir mal hier rein. Was mich auch total viele Leute gefragt haben, ist, weil Herr Bergmann und Co. jetzt ja auch wieder im Minecraft-Leben dabei sind, ob ich nicht wieder bei der Zeitung dabei bin. Ich denke nicht. Ich denke, jeder hat so seine eigenen Pläne, was man jetzt vorhat zu machen. Oh Gott, da hat er noch Hasen drin. Wie kommt man da eigentlich zu den Schafen? Ich weiß es gar nicht. Ist irgendwie so ein komplizierter Weg hier. Ach, da haben wir den gefunden. So, und die schämen wir uns hier alle mal. Dann können wir uns erstens ein Bett machen und zweitens, seht ihr mal eh, wie schnell die wieder nachwachsen. Upsale. Das Pferd wollte ich gerade gar nicht. Oh Gott, da kommt wieder so ein Zombie irgendwo. So, was schmeißen wir dann alles weg? Spinnenaugen könnten wir vielleicht sogar noch gebrauchen. Aber jetzt erstmal nicht. So. Zack, 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 zack. Oh, gelbe Wolle. Das ist ja auch. Dann könnten wir wenigstens unseren Christmas Tree noch so ein bisschen schmücken. Aber wir sind natürlich ein paar Diebe und klauen uns hier natürlich die Wolle. So, was können wir jetzt noch wegschmeißen hier? Erde. Ich habe so viel Erde. Das ist unglaublich. Dann nehme ich den da. Was ist da alles oben? Atmung und Wasseraffinität. Oha, orange Wolle. Okay, Schneebälle können weg. Das kann weg. Das kann weg. Okay, Leute, dann gehen wir hier wieder raus. Sollten wir das da irgendwie wieder raus schaffen, dann. Alter, Leute, dann. Ich weiß echt nicht, wie wir das schaffen sollen. Oh! Und weg damit. Nee, 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 ihr dürft hier nicht hoch. Geht da mal weg. Geht da mal weg hier. So, Dankeschön. So, und ab nach Hause, Leute. Ab nach Hause. Du, 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 du. Vielleicht schmücken wir jetzt noch ganz kurz unseren Weihnachtsbaum. Dann haben wir den nämlich so ein bisschen fertig. Oder zumindest so halbwegs fertig, ne? Und unser Schneemann sieht natürlich auch echt super aus, muss ich schon sagen. Wow. Der ist echt toll geworden. So. Wir haben hier weiße Wolle. So, dann machen wir uns erstmal, würde ich sagen, ein gediegenes Bett. Weil es ja schon manchmal vorkommt, dass man alleine auf dem Server ist und die Nacht super gerne überspringen möchte. Und, wo kann ich das denn am besten platzieren? Hier. Und da drüber noch so eine Fackel. Das sieht doch schön aus, Leute. So, jetzt haben wir hier noch einiges an Wolle. Warte mal. Zack. Und rote Wolle. Und hier vielleicht noch so was Blaues. Leute, das sieht jetzt gar nicht mal so bad aus. Also, ich habe es mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen schlimmer vorgestellt. Im Endeffekt, ja, ist es nicht so toll, unser Weihnachtsbaum hier, aber ich meine, was soll's?
Ich habe mir Mühe gegeben und es muss den Zweck erfüllen, und zwar, dass uns Santa Claus hier vielleicht so ein paar kleine Geschenke zu Weihnachten rüberschmeißt. Und ja, aber damit würde ich sagen, ist unsere Mission für das heutige Minecraft-Leben vorbei. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumelein nach oben da. Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare, was wir noch bauen sollen. Und unbedingt Roleplay-Vorschläge. Ihr könnt das Roleplay mitbestimmen. Ich werde das dann versuchen umzusetzen, aber ihr könnt es mitbestimmen. Und wenn ihr Bock habt, macht das einfach. Würde mich mega freuen. Also Leute, haut rein, macht's gut und ciao.